herzlich willkommen bei FS1 und Krypto-TV. Hier präsentieren wir euch die Moderationen von Joe Conrad auf den Golden Earth Vision Kongress 2016 in Hof bei Salzburg. Er sprach mit Dr. Leubner, Eduard Kahn und dem Verein Golden Earth Vision. Krypto-TV hat alles mitgefilmt und eine schöne Moderation geschnitten, um euch eine spannende Serie aus 3 Interviews zu bieten. Und in diesem ersten Teil erwartet euch ein Gespräch mit Dr. Leubner und dem Thema Impfen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich sitze hier in Österreich mit Dr. Johann Leubner. Sie haben sich sehr intensiv mit Impfungen beschäftigt. Sie sind Allgemeinmediziner. Ich bin Allgemeinmediziner. Ja, und Sie haben sich natürlich nicht nur Freunde gemacht. Wie hat das denn alles angefangen bei Ihnen, dass Sie gemerkt haben, Impfungen sind möglicherweise gar nicht so gut, wie man uns das immer darstellt? Das war auch so. Ich bin ja ausgebildeter Mediziner, ganz normal, im Spital ausgebildet, in der Praxis gearbeitet. Und dann impfe ich einen Patienten gegen die damals aufgekommene, entdeckte Gefahr der Zecken. Und sind junge Leute zu mir gekommen, die wollten also diese Zeckenimpfung unbedingt haben, weil im Wald, damals war die Werbung, die Zecken waren im Wald, ja. Und die wollten diese Impfung haben. Na gut, das war ja also erst, da war die Impfung in Wirklichkeit ja noch gar nicht so richtig bekannt. Und ich impfe eine Gruppe von jungen Burschen, so eine 2 Hände voll, und Stunden später ruft eine Frau, eines dieser jungen Männer an, ich soll kommen, mein Mann hat hohes Fieber, Kopfschmerzen, kann den Kopf nicht bewegen. Ja gut, der in der Medizin ein bisschen Erfahrung hat, das klingt nach Hirnhautentzündung, und so war es dann auch. Der junge Mann hat in der Nähe von mir gewohnt und ich habe ihn dann tatsächlich zu Hause behandelt. Das war möglich, weil ich täglich bei ihm mehrere Male war. Und er ist danach Gott sei Dank wieder genesen. Wie die meisten dieser Hirnhautentzündungen, wie die meisten aller sogenannten Zirrhosen, sonderlichen Hirnhautentzündungen. Und da hatte ich schon Herzklopfen. Und mir war der Mund schon trocken, wie ich hingegangen bin. Und da habe ich was angestellt. Mit dem Vertrauen, das Bundesministerium wird wohl diesen Impfstoff entsprechend geprüft und als bewährt empfunden, erklärt haben, und die Schuld kann auf keinen Fall bei mir liegen. Also so waren meine Gedanken. Ja. Aber das war nicht alles. Nach mehreren Monaten ruft mich eine Mutter an, ihre Tochter, eine Studentin, hat nach der Zeckenimpfung eine Gesichtslähmung. Und das ist immerhin schon etwas Ähnliches, beunruhigend. Ja. Ja. Und nach 2 Tagen ruft sie wieder an. Ich habe gesagt, ich werde sie behandeln, bis sie gesund werden. Natürlich muss man ermuntern. Und dann, nach 2 Tagen, ruft sie mich an, sie ist gestorben. Ach. Und damit hat dann begonnen, dass ich das Thema Impfung von Grund auf neu studiert habe. Also Geschichte der Impfung, Geschichte der Pocken, Geschichte der Epidemien, Mikrobiologie. Und das habe ich dann jetzt seit 20 Jahren, habe ich dieses Thema halt studiert und mich ganz hinein vertieft. Das war, so bin ich dazu gekommen. Und wenn man etwas erkennt als Arzt und etwas erkennt als es ist nicht nur ein großer Irrtum, sondern eine große Schädigung, und viele Menschen werden davon betroffen. Wenn man die Geschichte der Pockenimpfung studiert, das waren Tausende, Hunderttausende, die durch die Pockenimpfung gestorben sind, nach wenigen Tagen, ja. Man erzählt ja jetzt den normalen Menschen immer so, ja, die Pocken gibt es nicht mehr wegen der Impfungen. Aber die Statistiken zeigen was anderes. Sie haben sich da intensiv mit befasst. Kann man das statistisch, ich kenne ja so ein paar Kurven auch, ne, dass man sagt, es gibt eine Epidemie, dann klingt sie ab, dann wird geimpft, dann treten sie auf einmal wieder auf. Oder intensiv kann man das sagen, dass das die Impfung also jetzt nicht die Krankheit weggebracht haben, sondern im Gegenteil. Ja, ja, das war tatsächlich auch sogar im Gegenteil. Ja. Es waren ja schon ganz früh im 19. Jahrhundert, hat es ja schon große Wissenschaftler gegeben von Rang und Namen, wie zum Beispiel Russell Wallace, ein Naturforscher, ein Korrespondent von Charles Darwin. Der hat schon aufgrund der Zahlen, die er gehabt hatte und vorgelegt hatte in England, bewiesen, dass nach Pockenimpfungen, nach Impfkampagnen sogar mehr Pockenfälle aufgetreten waren, mit Toten. Ja? Ja.
und andere Großstädte wie Leicester und so weiter konkret angegeben und vorgelegt, auch im Lancet, damals schon, im Lancet, in dieser hochwissenschaftlich angesehenen Zeitschrift, schon dort publiziert hat, dass es Landstriche gibt, wo nicht geimpft wird, wo die Pocken schon verschwunden sind, auch ohne Impfung. Ja. Mhm. Das war also von bereits im Entstehen, wo die Pockenimpfung ja gerade noch mehr oder minder in Entstehung war, wurde es schon von damals bewiesen. Dann ein ganz großer Denker unseres Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, Bernard Shaw, der zwar als Schriftsteller natürlich, aber auch als großer Denker, der ebenso mit dieser Materie sich beschäftigt hat, auf wissenschaftlicher Basis und eben auch schon bewiesen hat durch seine Schlüsse, dass die Pockenimpfung unglaublich Schaden angerichtet hat. Und das Problem war, dass die Impfbetreiber, die ist natürlich damals, das war ja ein unglaublich rapid aufblühendes Geschäft, die Lobby besaßen und über die Regierung damals, über das Parlament, tatsächlich diesen Einfluss hatten, dass das durchgezogen wurde, trotz dieser prominenten Gegenstimmen. Ja. Und das Dritte, das Entscheidende war dann, dass die Sozialmediziner, zum Beispiel McKeown, dann endlich dargelegt haben, dass die Pocken, Tuberkulose und alle großen Seuchen ausschließlich durch die Lebensbedingungen verschwunden sind. Ja. Das heißt, die Propaganda sagt, die Impfung hat die Pocken ausgerottet, hat die Polio ausgerottet, die gibt es nur bei Pakistan, wo eben die Impfprogramme noch torpediert werden. Aber wir haben ausschließlich durch die Pockenimpfung haben wir die Pocken ausgerottet. Und das wird so oft gesagt, und das steht bei jeder Behörde, bei jeder Broschüre kommt das als erstes an. Aber die Lebensbedingungen waren es. Und das wird meistens verschwiegen. Das wird uns vorenthalten. Nun sagt man ja uns, ja, aber so Sachen wie Tollwut oder sowas, da sind die Impfungen doch sinnvoll. Ich weiß, ich hinterfrage das inzwischen alles. Kann man sagen, es gibt Krankheiten, da wären Impfungen sinnvoll, oder ist der gesamte Ansatz, also es hat ja mit Philipp Jenner angefangen, ist der Ansatz schon falsch, dass man sagt, man züchtet sozusagen Antikörper, spritzt die und dann kann man diese Krankheit nicht mehr bekommen? Die Geschichte mit den Antikörpern klingt so wunderbar, das klingt ja bestechlich. Antikörper haben wir. Das mit den Antikörpern ist ein uralter Traum der Menschheit, Antigift im Körper selbst zu erzeugen. Das hat nie funktioniert. Aber die Idee ist ja fantastisch. Ne? Ja. Das wurde ja dann vom Militärarzt Paul Ehrlich, ja, der dann später dann auch den Nobelpreisträger bekommen hat dafür, für seine Idee propagiert. Der Körper könne Antikörper sein. Nein, der Organismus kann zwar, was wir heute verstehen, Immunkörper entwickeln, vermehren im Körper bei einem gesunden Menschen, aber er kann, im Prinzip ist der Begriff Antikörper, kommt vom Militär. Ja, das ist etwas, was man bekämpft oder da, was gekämpft. Da, ja. Geht man davon aus, die Krankheit ist der Feind. Ja. Ja, die Krankheit, das Fieber, der Husten, die Ausscheidungen, das sind alles Feinde. Ja? Das sind alles Feinde. Und die Krankheit hatte ja damals den Begriff gehabt, noch aus dem Altertum, die Krankheit ist etwas Mythologisches. Das hatte mit Dämonen zu tun, die von mir Besitz ergriffen haben, der falsche Krankheitsbegriff, der völlig mythologische Krankheitsbegriff. Ja. Und dem gegenüber müssen, und das ist unser erklärter Feind. Und mit dem müssen wir jetzt mit militärischen Mitteln auffahren. Ja? Ja. Und damit beginnt es einmal. Ja? Und wenn wir jetzt gegen die Krankheit was Substanzen oder Kuren oder was immer mit Anti nennen, dann kommen wir zu den Antikörpern, zu den Antibiotika, zu den Antirheumatika, zu den Antidepressiva, also eine wunderbare Sache, die vom Ansatz her primär falsch ist, weil die Krankheit nicht verstanden wird. Ja, aber Antipasti kann man ja noch mal essen, aber das ist ein kleiner Scherz. Aber grundsätzlich ist also der Ansatz schon falsch. Ja. Es ist aber eine Propaganda, weil wird da so viel Geld mit verdient oder ist das einfach, ja, ist das... Man schädigt ja im Grunde bewusst Menschen, also eigentlich müssen die Leute das ja wissen, die es machen, dass Menschen krank werden durch Impfungen und dass es nicht nützt. Ist es eine Geldsache oder wie sehen Sie da die Hintergründe? Gehen wir noch einmal ganz zurück. Das war nicht der Dr. Jenner, der das Impfen erfunden hat, sondern das haben wir von den Osmanen übernommen. Die osmanischen Sklavenhändler haben die Kinder, also Buben und Mädchen, gekauft
Und das Erste, was sie getan haben, diese Sklaven gegen Pocken geimpft. Mhm. Das war das noch nicht in Europa. Was ist mit diesen Kindern passiert? Ein Teil hat also wunderbare Pockenausschläge bekommen und hat ein Teil überlebt. Nehmen wir an, einmal 70%. Wir haben es überlebt. Und dann, die waren entstellt, hatten Pockennarben, aber sie haben es überlebt. Ja? Und diese Sklaven konnte man auf dem Markt mit einem wesentlich besseren Preis verkaufen, weil sie schon die Pocken überstanden hatten. Man muss wissen, die Pocken waren ja damals eine Krankheit, die immer da war, aufgrund des Hungers und des Drecks. Machen wir es ganz einfach. Ja? Da waren die Pocken, die jeder Mensch einmal durchgemacht hat, aber harmlos der Gesundere, der hat es überstanden, und ganz schlimm der weniger Gesunde, und es hat viele nicht Gesunde gegeben aufgrund des Hungers und des Drecks. Und die es überstanden haben, die haben gesagt, der übersteht auch die Pocken. Mit dem kannst du rechnen, dass der die 30 oder 40 Jahre lang lebt. Ja. Also der zahlt sich aus. Ja. Das war das Prinzip des Impfens. Und das hat Napoleon gesehen in seinem Krieg unten in Ägypten und in Syrien. Ja? Das hat er gesehen und das hat ihm gefallen. Und er war es, der die Pockenimpfpflicht eingeführt hat. Das heißt, das war dann Hoheitsakt. Und da wurde nicht gefragt, gibt es von 100 Geimpften 2 Tote und 3 Gelähmte und 4 Blinde, sondern das war, wie ein Militär denkt, das waren die Opfer. Das waren die Opfer. Nun kommen wir auf die heutige Zeit wieder. Man kann es heute wissen. Sie sind Arzt gewesen und haben gemerkt, oh Gott, da habe ich jetzt was angerichtet. Und haben das hinterfragt, was sie machen. Aber es gibt ja jetzt, ich weiß nicht, wie viele Ärzte in Deutschland oder in der ganzen Welt. In Österreich 50.000. 50.000 haben sie mal eine Nummer, die hatte ich nicht. Aber warum machen die das alle mit? Da fragt man sich doch. Es ist Folgendes. Direkt von den Impfen betroffen sind nur 2 Arztgruppen. Die sind die Amtsärzte, das waren die Nachfolger der Militärärzte. Ja. Und heute die Kinderärzte. Ja. Das heißt also, diese Gruppe von Ärzten, Kinderärzte, muss man ganz deutlich sagen, muss jeder Zweite seine Praxis zusperren, wenn es die Impfung nicht gäbe. Ja. Also die Ärzte haben sehr wohl Interesse an der Impfung. Ja? Das macht den großen Teil der Einnahmen sozusagen. Das ist sein Einkommen. Ja. Ja? Und nicht nur die Impfung selbst, sondern auch die Krankheiten, die daraus entstehen. Ja? Also, ja. Na gut, aber und die haben schon Interesse daran. Und dann darf man nicht vergessen, Impfung war Hoheitsakt und so wurde in jedem Staat, in jedem Ministerium, in jeder Regierung ist ein eigenes Impfwesen entstanden. Das heißt, wenn Sie heute in eine Sanitätsabteilung kommen, ist ein eigenes Impfwesen. Und damit war dieses Impfwesen etabliert und damit war es etwas Offizielles, war Hoheitsakt, war Pflicht und damit wurde nicht mehr hinterfragt, ob es da jetzt Tote gegeben hat oder Hirngeschädigte oder Gelähmte, das wurde verleugnet. Es war Pflicht. Und damit erst seit Aufhebung der Pockenimpfpflicht und erst seit Aufhebung der Tuberkuloseimpflicht in Österreich, seit 2000 und vorher in den 80er Jahren, es gibt keine Impfpflicht. Das spricht sich erst allmählich herum. Juristen, Richter, Beamte, Ärzte selber und so viele Laien glauben noch immer, das wäre Pflicht, das muss man tun. Ja? Und erst allmählich, bis sich das herumspielt, beginnen die Leute nachzudenken über Impfnebenwirkungen, über Impfschäden, ja? Über Impfkrankheiten, überhaupt die Bedeutung des Impfens, überhaupt nützt das Impfen. Das kommt erst jetzt auf. Ja? Es fängt ja sehr früh an mit den Kindern, mit diesen Mehrfachimpfungen und eben auch gerade Kinderkrankheiten, Masern, Mumps und so weiter. Ich weiß, als ich jung war, da hatte das, war das eben etwas, was man als Kind irgendwo gekriegt hat. Nicht auch etwas, wo das Immunsystem sozusagen auch eigentlich diese Kinderkrankheiten durchmacht und dann dadurch auch Erfahrungen hat und dann vielleicht besser mit Krankheiten umgehen kann, als wenn man jetzt versucht, diese Kinderkrankheiten zu verhindern mit Impfungen? Ja, erstens kann man es nicht verhindern. Ja. Impfung, es gibt keine einzige Impfung, die eine Krankheit verhindern kann. Ja. Wir müssen wissen, dass eine Impfung ein Prozess ist, bei welcher wir eine Krankheit im Menschen erzeugen. Ja? Wir erzeugen eine Krankheit. Der Gesunde, der gerade Gesunde oder der von Natur aus Gesunde oder der in der gesunden Umgebung lebt, übersteht die Impfung meist harmlos oder unbemerkt oder nicht ganz harmlos. Und der Schwache, der gerade im Augenblick geschwächt ist, der gerade eine Krankheit vorher überstanden hat und noch nicht genesen ist
oder überhaupt, es gibt von Natur aus auch Menschen, die schwache Natur haben. Ja. Und die kriegen die Schäden. Mhm. Ich hab ja jahrelang auch als Sachverständiger für Impfungen Prozesse natürlich studiert. Und da hat sich herausgestellt, dass gerade jene, die gerade nicht gesund waren, dann die schweren Impfschäden erlitten haben. Ja. Das wurde im Nationalsozialismus, in der Diktatur, wurde das von den deutschen Ärzten sehr beobachtet und die haben verlangt, so stand es dann auch in den Lehrbüchern, bis 1970 immerhin, dass der dazu Impfende, der Begriff Impfling, ein grässlicher Begriff, das ist ja kein Mensch, das ist ein Impfling, muss auf die Impftauglichkeit untersucht werden. Also es gibt dann wirklich, dass man das sagt, der ist so schwach, der wird nicht geimpft. Der wird nicht geimpft. Aha. Das hat sich jetzt, seit 30 Jahren wird das praktisch negiert. Es gibt dann nur mehr wenige Vorsichtsmaßnahmen. Man legt sich fest auf Fieber über 38,5 oder jemand kriegt ja seine Chemotherapie und so weiter. Da gibt es dann gewisse Einschränkungen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, heute ist Impfung in der Schule, heute ist Betriebsimpfung und das wird heute alle engagieren haben. Ja. Aber man fängt ja noch früher an, schon kurz nach der Geburt gibt es. Und dann gibt es also durch die Mutter-Kind was in Österreich und in Deutschland heißt das die U-Untersuchungen. Ja. Die beginnen also tatsächlich im dritten Monat mit den Mehrfachimpfungen und dann, wenn man die Impfempfehlungen bzw. des Ministeriums befolgt, hat ein Kind bis zum 10. Also bis zum 9. Lebensmonat 10 empfohlene Impfungen erhalten. Unfassbar. Also das, als ob man durch 10 Impfungen erst gesünder werden könnte. Das im Gegenteil, da gibt es ja viele Impfschäden auch. Ja. Der ist ja plötzliche Kindstod, ist das möglicherweise auch also, Zusammenhang? Der Impfschaden, das ist ein behördlicher Begriff. Von Impfschaden spricht man nur, wenn ein Mensch durch eine Impfung eine Krankheit erlitten hat, nehmen wir an, eine Blindheit, und der geht dann laut Impfschadengesetz, gibt ein eigenes Impfschadengesetz, er geht dann zur Behörde, in Deutschland zum Versorgungsamt, in Österreich Bundessozialamt und verlangt eine Entschädigung. Die kriegt er, wenn das Bundessozialamt nach Prüfung zur Ansicht kommt, das sei durch die Impfung passiert. Ne? Und dann, das nennt man Impfschaden. Aber das ist ja ein mühevoller Weg. Wie viele langer Weg werden erst gar nicht sagen, das habe ich gar keine Lust zu. Eine Handvoll unter 100 suchen an und eine Handvoll kommen zur Anerkennung. Also sind die meisten Impfschäden gar nicht registriert? Die werden nicht anerkannt und gibt es daher. Das ist ein behördlicher Begriff, Impfschaden. Der eigentliche Begriff wäre Impfkrankheit. Mhm. Krank durch Impfung. Geschädigt, gelähmt, gestorben durch Impfung. Das wäre es, wie es wörtlich heißt. Ja? Und dann sagen die Impfbetreiber, bitte, wir haben nur so wenig Impfschäden. Gibt es denn da Untersuchungen darüber, wie viel tatsächlich durch die Impfung verursachte Krankheiten es gibt? Die Meldung bzw. die Erfassung, da gibt es nur ein sogenannt passives Meldesystem. Das heißt, also irgendeine Impfung, da plötzlich heißt es in dieser Schule, so eine größere Impfaktion, und da sind dann nachher 10 Menschen kollabiert, oder eine größere Gruppe hat auffallend Fieber bekommen, das seinerzeit in Österreich die FSME-Impfung. Dann kommen die Impfbetreiber hin und untersuchen den Fall. Und dann suchen sie danach. Das ist das. Aber normalerweise ist das anders. Das heißt, der Betroffene muss zur Behörde gehen und sagen, ich bin krank durch die Impfung. Kein Spitalsarzt, kein niedergelassener Arzt meldet diese von sich aus. Oder die wenigsten melden von sich aus. Und wenn sie melden, und das kommt zum Ministerium, zum Gesundheitsministerium, die Meldung, dann gibt das Ministerium die Meldung an den Impfstoffhersteller weiter. Aber auch dann eben wirklich nur in ganz wenigen Fällen? Und das sind zu wenig. Und wenn dann genug einmal sind, da hört man nichts davon. Beim Sechsfach-Impfstoff Hexavac, war nach einem Todesfall in Österreich, und in Deutschland dann 4 Tote, das war 2003 schon, und bis schließlich dann 2 Jahre später 33 Tote bekannt geworden sind. Und dann wurde der Impfstoff nicht, die Zulassung des Impfstoffes ruhen gelassen, haben sie sich ausgedrückt. Ja? Mhm. Nicht aus dem Verkehr gezogen, große Schlagzeilen in den Medien. Sondern da haben sie irgendwelche Gründe gehabt, die sie angeführt hatten. Es hätte also nicht diese Schutzwirkung. Aber von den 33 hat man in der Toten
In meinem Buch beschreibe ich ja, dass wir innerhalb eines Jahres, enden das Geschäft mit der Unwissenheit, hat das Ministerium in kurzer Zeit Meldungen über schwere Impffolgen, also da waren Epilepsie, Atemaussetzer, Bewusstlosigkeit, mittelschwere Fälle und leichte Fälle wurden gemeldet, aber nichts ist passiert. Niemand hat mit den Ohren gewackelt. In Deutschland ist, glaube ich, Keuchhusten irgendwann mal rausgenommen worden, weil es da eben auch noch festgestellt wurde, dass das viele Probleme gab. Aber im anderen Land, im Nachbarland, wird es weiter so gemacht. Also wird da nicht mal irgendwie geguckt, was... Das sind die regionalen Behörden. Ja. Keuchhusten ist deswegen ein Problem, weil die Keuchhusten kriegst du sowieso sehr oft. Keuchhusten kann man 5-mal, 7-mal, 10-mal kriegen. Okay. Ja? Und da hat sich herausgestellt, beim Keuchhusten halten wir uns zurück. Denn stellt sich heraus, dass gerade beim Keuchhusten die Geimpften ebenso Keuchhusten bekommen. Ja? Also von dem rühren wir lieber nichts an, weil der so häufig ist, der Keuchhusten, da kommen die Leute ja drauf, bitte in einem Dorf, wo sich die Leute untereinander kennen, bitte, der war geimpft und der hustet und schon wieder, der war auch geimpft. Also weil der so häufig ist, Keuchhusten. Da fällt es dann auf. Dann fällt es auf. Ja. Dann fällt den Laien auf, ja. Und dann den Ärzten selber auf. Was zu den Ärzten zu sagen ist, die niedergelassenen Ärzte, die allgemeinen Ärzte, die länger in der Praxis sind, alle jene beginnen mit den Jahren immer weniger zu impfen. Mhm. Die niedergelassenen Ärzte, sogar Kinderärzte in fortgeschrittenen Jahren, ja, weil sie erkennen, erstens, dass es Schäden gibt, Krankheiten gibt, Komplikationen, schlimme Sachen und zum anderen, dass die Impfung ja gar nichts nützt. Aber wenn man das so laut sagt, so wie Sie, dann kriegt man nachher Ärger. Sie waren teilweise, ja, hat man gesagt, Sie dürfen gar nicht mehr praktizieren? Oder wie? Ich war natürlich erfüllt von diesem Erkenntnis und das liegt also in meiner Natur oder in meinem, ich bin ein sogenannter Weststeirer, von dem man sagt, ein Weststeirer Blut sei kein Himbeersaft. bin ich natürlich damit in die Öffentlichkeit gegangen, ja. Habe also das Buch geschrieben, habe zahlreiche Vorträge gehalten und Ärzte ausgebildet in dieser Richtung, für Ärzte ein Symposium gegründet, das über Jahre lang in Österreich also sehr gut besucht wurde. Und dann natürlich hat es nicht lange gedauert, bis ein Impfstoffhersteller zunächst über die Ärztekammer, aber schließlich dann über die Regierung angeordnet hatte, mich von der Ärzteliste zu streichen. Ich hatte also Berufsverbot, das hat mich als Arzt nicht mehr gegeben. Da habe ich natürlich beim Höckgericht Beschwerde eingelegt und die Verwaltungsgerichtshof in Österreich, die Höchstrichter, haben mich wieder voll rehabilitiert. Ja? Aber seitdem gibt es in Österreich keinen Arzt mehr, der öffentlich auftritt. Da hat man ein Exempel statuiert, hat den Leuten Angst gemacht, so. Haltet die Klappe die Ärzte, sonst. Ihr Ärzte, ja. Ihr seid die Meinungsbildner und ihr dürft den Mund nicht aufmachen. Es ist eine traurige Geschichte, aber deswegen sprechen wir es an und ich danke Ihnen für Ihren Mut und Ihre Beharrlichkeit da. Es müssten viel mehr geben, die das anzweifeln. Aber noch ein paar Fragen. Was ist denn in den Impfstoffen drin? Ich weiß, Thiomersal, da ist Quecksilber heute in fast den meisten Impfdosen drin. Und Quecksilber, kann man sich ja denken, ist eigentlich ein Nervengift. Wenn irgendwo ein Fieberthermometer mit Quecksilber irgendwo kaputt geht, dann muss man aufpassen. Warum sind solche Sachen in den Impfstoffen drin? Man muss aber ausgehen davon, der Stoff muss aber krank machen. Das heißt, man nimmt von einem kranken Menschen, von einem kranken Gewebe, von einem kranken Blut, von einem kranken Auswurf, mit dem macht, das ist der sogenannte Virus, ja? Das ist ein eigener Begriff, Impfvirus. Ja. Und den muss man züchten, damit man genug davon hat. Ja? Und um den zu züchten, und damit das Ganze nicht, das würde ja verfaulen, Eigendynamik bekommt, muss man einen stabilisierten Stoff dazugeben. Das heißt also, jede mikrobielle Tätigkeit muss unterdrückt werden. Das ist 8 Jahrzehnte hindurch mit dem Thiomersal, mit der Quecksilberverbindung passiert. Mhm. Ja? Das hat man dann auch zusätzlich noch dazugegeben zum Impfstoff. Ja? Aber bei der Herstellung dieser Kultur ist ja auch schon Quecksilberverbindung, weil nur das Quecksilber diese fantastische Fähigkeit besitzt, das Zellwachstum zu verhindern. Ja? Bakterien zu verhindern. Ja? Mhm. Dann kommt aber dazu, dass das von einem anderen Lebewesen ist. Hm. Teil gewisse Impfstoffe von einem anderen Menschen, auch aus Embryonen. Ja. Dann bitte von Affenzellen, von Krebszellen, nicht? Die sogenannten Hellerzellen, die kommen ja von einer Dame, die an Krebs verstorben ist und da züchtet man aus diesen Zellen den Impfstoff weiter. Das heißt, das ist etwas Fremdes. Wir haben also eine kranke Ausscheidung, wir haben etwas Fremdes. Und dann kommen natürlich dazu, dass das nicht irgendwo da in der Eprovette da zu Boden fällt, sondern da müssen dann
Sorbat dazukommen, also das sind Seifen, ja nichts anderes, also damit das also sich verteilt. Dann muss natürlich heute, gibt man besonders Aluminiumsalze dazu, das Aluminium hat die auch. Diese Aluminium kommt im Körper nicht vor. Das, wir haben im Körper alles mögliche an Elektrolyten und Metallen, sogar Gold haben wir in unserem Gehirn, aber Aluminium kommt nicht vor. Und wenn jetzt dem Impfstoff Aluminium beigefügt wird und es wird injiziert, dann muss der Körper Alarm schreien und erzeugt dann enorm viel sogenannte Antikörper bzw. Eiweißkörper. Also in Wirklichkeit sind es Immunkörper, sind Eiweißkörper, die der Körper organisiert. Und das reicht für den Impfstoffhersteller, der Behörde zu sagen, es gibt eine sogenannte gute Immunantwort. Wenn dieses Aluminium nicht drin ist, dann gibt es nur wenig Antikörperbildung. Ja? Ja. Und darum hat man ja versucht, jetzt in Deutschland das Qualen statt Aluminium zu geben. Und das ist natürlich ebenso etwas, was, mit dem der Körper nichts anfangen kann. Und es hat da leider ja auch erhebliche Nebenwirkungen gegeben. Und das ist also. Und es ist von Anfang an ein Irrtum, denn wir dürfen den Menschen nicht krank machen. Das ist so was. Gibt es Zusammenhänge zwischen Autismus und Impfung oder kann man die nachweisen? Das ist also, das halte ich selbst, der wirklich sehr viel beschäftigt, da gibt es Irrtümer. Da gibt es Irrtümer und zwar, der Irrtum liegt darin, der Begriff Autismus wurde ja schon vom Psychiater Egon Bleuler definiert und dann von Sigmund Freud übernommen. Für dieses autistische Verhalten, das heißt in sich gekehrt, nicht nach außen, nicht zuwenden, keine Kontakte aufzunehmen, keine Sozialisierung und alles das. Das ist also der Autismus. Was aber hier jetzt kommt, wo also viele Impfkritiker meinen oder behaupten, der Autismus käme durch die Impfung, das ist bitte, muss ich ganz ehrlich sagen, ein Missverständnis. Denn die schweren Hirnschäden, die durch Impfungen immer wieder passieren. Die passieren. Sonst viele Kinder kriegen eine Gehirnentzündung durch die Impfung. Das ist nichts Neues. Das sind die sogenannten klassischen Impfschäden, also Gelenden und Intelligenzdefekte und Entwicklungsrückstand und so weiter. Und da ist ein Teil dieses Gestörten, ist autistisch. Das heißt, dieses ganze Krankheitsbild ist natürlich so, der Mensch ist so gestört, schwer behindert und kann aufgrund der Schädigung durch diese Gehirnentzündung verliert er auch die Fähigkeit, soziale Kontakte aufzunehmen, zu erkennen, die Mutter zu erkennen, den Vater zu erkennen und überhaupt eine Sozialisierung, überhaupt eine Kommunikationsfähigkeit aufzubauen. Also ist es gar kein psychologisches Krankheitsbild, sondern eine Schädigung. Es ist ein organisches Krankheitsbild. Okay. Ja. Und wenn aber der Psychologe jetzt diese Störungen zum Autismus, diese autistischen Züge, das autistische Symptom heranzieht, dann könnte man sagen, ja, der Autismus nimmt zu, aber es geht dann nicht, das ist nur ein Symptom der Hirnschädigung. Da muss man also auch differenzieren, aber es gibt da eben diese Schäden und so wie Sie das erzählen, sind die ja sehr viel frappierender, als es den meisten Menschen bewusst ist. Und das ist das Problem, dass wir natürlich sehen, das stört uns ja am meisten. Denn wir, nur bestimmte Bereiche sind ja zerstört. Denn er kann essen, er kann herumgehen, der Kranke oder der Erkrankte, aber er nimmt keine Kontakte und das tut uns weh. Und darum stört uns das autistische Verhalten am meisten. Okay. Würde auf uns reagieren und wir könnten ihm was beibringen. Und das ist das seelische Leid, was die Umgebung am meisten, unter dem die Umgebung am meisten leidet. Okay, also wir sehen, es gibt sehr viel mehr Bedenken gegenüber Impfungen. Und für mich ist es ganz klar, ich glaube, man sollte es wirklich abschaffen. Aber ja, ganz sicher. Das ist auch Ihre Überzeugung. Ja. Aber das ist ein langer Weg, weil eben so große Interessen dahinter stehen. Es wird viel Geld damit verdient. Und Sie sagen ja, viele Kinderarztpraxen könnten gar nicht bestehen, wenn sie nicht impfen würden. Das heißt, springt da der Arzt dann auch, setzt er sein Interesse, sein wirtschaftliches Interesse tatsächlich über das Interesse der Kinder, die ihm anvertraut sind? Es gibt einige Kinderärzte, die das aufgeben, ja. Aber die müssen besonders gut sein, um trotzdem dann überleben zu können. Und das müssen besonders gute Ärzte sein, ja. Die können schon ohne Impfen leben, das schon. Aber es ist das Problem, dass das Impfen in Wirklichkeit das größte Problem ist, das Geschäft mit der Unwissenheit. Ja. Weil die Ärzte ja nicht ausgebildet werden. Ja. Sie werden ja nicht ausgebildet über Geschichte der Impfung, Geschichte der Epidemie. Sie werden nur ausgebildet, Impfen schützt. Ja? Und vor allem werden sie später dann, während der Universität, ist es gar nicht so schlimm. Sondern erst von der Industrie werden sie dann ausgebildet durch die Propaganda. Sie lernen von einer neuen Krankheit, Zika, wie nennen wir Zika her? Das lernen sie von den Medien. Von den Medien. Okay.
Das heißt, der Herr Professor erzählt am nächsten Tag, jetzt muss man auch mal gegen Zika. Und was, hat man was das im Fernsehen gesehen? Wenn das in New York Times steht, dann steht es am nächsten Tag in allen regionalen Zeitungen. Und dann wissen die Ärzte, aha, weil wir sind ja die Ärzte, wir wissen ja alles. Ja? Und dann erklären wir dem Patienten, du musst jetzt auch gegen Zika-Virus impfen. Ja? Ich habe neulich einen Vortrag auch von einem Impfkritiker gesehen, der sagte, immer wenn dann jemand kommt, oh, meine Tochter ist jetzt, sie hat jetzt Fieber und so weiter, und dann sagt er zuerst, ja, das hat aber nichts mit der Impfung zu tun, obwohl die einen Monat vorher geimpft worden ist. Also das ist eines der Kernthemen. Natürlich, so ist es mir auch ergangen. Ich habe da geimpft und jetzt hat er eine Hirnentzündung. Also ich möchte nicht daran schuld sein. Ja. Und so ist es dann auch, der geimpft hat, will nicht daran schuld sein, dann kommt er ins Spital. Und da ist schon eine geschlossene Gruppe von Kinderärzten, wo eine einzige Meinung herrscht. Nein, mit der Impfung hat das nichts zu tun. Ja. Die dritte Barriere ist dann im Sozialamt oder im Versorgungsamt Gutachter. Und diese Gutachter sind Kinderärzte. Also jetzt können Sie sich vorstellen, wer erkannt es. Und dann kommt noch eines dazu, Eltern, die, zum Beispiel Vater wollte das impfen, die Mutter wollte nicht. Und dann geimpft worden und dann tritt eine schwere Schädigung auf. Und jetzt muss der Vater sein Leben lang beteuern, das hat mit der Impfung nichts zu tun. Ja, ja, sonst würde man sich selber damit quasi... Ja, ja. Und das ist das Problem, das Geschäft mit Unwissenheit. Darum habe ich das Buch so genannt. Ja, zum Unterschied von Dr. Buchwald, der auch mit seinem Thema Impfen das Geschäft mit der Angst natürlich etwas berührt hat, nämlich die Propaganda. Ohne Propaganda wäre die Impfung schon längst eingeschlafen. Nun kommen wir mal zu Zuschauern, die sagen, ja, ich habe das alles nicht gewusst, jetzt ist mein Kind schon geimpft oder ich bin geimpft. Kann man jetzt nachträglich die Schäden, die ja durch das Quecksilber und das Aluminium und so weiter und durch all diese Dinge, die da drin sind, kann man da was machen, dass man das wieder irgendwie aus dem Körper rauskriegt? Da müssen wir unterscheiden. Das eine ist die unmittelbare Schädigung, die in den ersten Tagen, Wochen nach der Impfung passiert. Mhm. Hirnschädigung, Lähmung, Blindheit und so weiter. Das ist passiert. Da ist etwas zerstört. Ja? Ja. Aber es ist nicht alles zerstört. Und einige Reserven besitzt der Körper, gerade im kindlichen Alter, unglaubliche Heilpotenz haben die kleinen Kinder. Gott sei Dank, die würden die vielen Impfungen ja überhaupt nicht überstehen. Also es ist ein Wunder, dass die das alles überstehen, weil die kindliche Heilpotenz so gigantisch ist. Ja? Sie können sich wieder errichten, auffangen. Ja? Und das ist einmal die Krankheit, die passiert. Nicht? Also die Krankheit kann ich nicht ausleiten. Nicht? Das, was geschehen ist, ist geschehen. Ja? Und das Nächste, dass diese Stoffe noch in unserem Körper sind, gibt es also zahlreiche Versuche und Erwartungen und auch Träume, diese Dinge herauszubringen, wo es noch zu wenig in Wirklichkeit tatsächlich Arbeiten bzw. Bestätigungen gibt. Ich selbst betreibe ja Homöopathie und Kneippmedizin und insbesondere Bestätigung mit Ernährung. Ja. Ja. Vieles wird wieder gut. Haben Sie auch dieses Buch geschrieben, Homöopathie für alle? Ja, das habe ich jetzt aus diesem Grund herausgebracht, damit die Menschen, auch der einfache Mensch, ganz einfach und sehr bescheiden, einsteigen kann, dass mit wegkommt einmal von den üblichen Dingen, Antibiotika, Schmerzmittel und so weiter. Und da kommt er auch zum Nachdenken. Das ist ja, dass er zum Nachdenken kommt und dass er doch die Fähigkeit hat, die er hat, selbstständig auch etwas zu erkennen. Ja? Und das muss er üben, wenn er Homöopathie lernt. Und damit hat er Möglichkeiten, schon ab jetzt dann einen anderen Weg einzuschlagen. Da kommt alles andere dazu. Der ausreichend Schlaf, die Bewegung, die sogenannte Abhärtung und ein einfacheres Leben und all diese Dinge, die uns Menschen ja gar nicht bewusst sind, die uns krank machen. Ja? Und das ist also der mögliche Ausweg, also den ich mir mit diesem Buch erwarte, dass also mehr oder weniger alle jene Menschen, die von Natur aus etwas nachdenken, und wir sind in dieser Zeit, biologischer Landbau, gesunde Ernährung, das ist ja alles im Kommen. Das ist ja, und da gehört das Nicht-Impfen ja dazu. Ja. Das ist ja, vor 40 Jahren würden wir dieses Interview nicht wahrscheinlich abhalten. Nicht. Genau. War kein Thema. Wir sind ja auch eingeladen vom Verein Golden Earth und es gibt die Leihschulen. Und wenn ich das sehe, gibt es ja sicherlich irgendwie einen Zusammenhang, dass das eigentlich ineinander greifen sollte. Also die Erziehung der Kinder und dass man sie nicht impft, dann hat man ganz andere Kinder. Haben Sie da Erfahrungen mit Kindern, die nicht geimpft sind und vielleicht auch eine andere Schulbildung? Ja, also es gibt nicht nur Dokumentationen, zahlreiche von Ärzten, Dr. Kohn in Deutschland oder Frau Kortil in Salzburg, aber viele andere laufend tauchen die auf. Aber etwas, Ärzte, die lange genug in der Praxis sind,
die ihre Patienten von klein auf sehen, bis sie groß sind, bis sie selber Kinder haben, ja, das ist bitte ein Wissen, das leider im Allgemeinen nicht so in die Wissenschaft einfließt. Aber die wissen das, dass die Geimpften mehr krank sind, mehr anfällig sind, mehr nervös sind und jene Kinder, die nicht mehr geimpft werden oder nur mehr wenig geimpft werden, weniger nervös sind, das fällt zum Beispiel auf leichter lernen, widerstandsfähiger sind, robuster sind, das ist inzwischen längst bekannt. Ja, aber das muss einem auch die Vernunft ja sagen. Ein Menschen, dem ich 10-mal krank mache im ersten Lebensjahr, der muss ja was abbekommen. Und zwar nicht nur im Immunsystem, sondern auch im Gehirn und in seiner Niere und in seinem Blutbild, ja? Also in seinem Knochenmark. Ja? Also das sagt einem ja auch der gesunde Menschenverstand, ja? Und den ich mit Giften belaste. Ne? Wir haben früher, haben die Ärzte noch Toxikologie gelernt, das heißt die Lehre von den Giften. Ja. Diese Lehrveranstaltung ist im Medizinstudium völlig verschwunden. Ein Arzt weiß von Giften nichts. Der weiß so wenig wie jeder andere Mensch. Weil sonst würde er wahrscheinlich merken, wie viele Gifte in den ganzen pharmazeutischen Produkten sind, die wir heute bekommen, oder nicht? Ja, ich muss Ihnen auch sagen, ich habe einen Lehrer gehabt, hat einen hervorragenden Internisten, der das Spital geleitet hat. Das war unglaublich. Wir jungen Ärzte waren erfüllt. Jetzt müssen wir dieses und jenes unternehmen und diese Therapien. Und der hat immer mehr zur Zurückhaltung gemacht. Und er war einer jener Primarien, also Chefärzte oder Primarien ist da, die also so wenig Medikamente wie nur gegeben haben. Ja? Also solche Ärzte gibt es ja ohnehin überall. Ja? Aber es herrscht ein großer Druck. Sie haben hier noch ein drittes Buch, Mythos Ansteckung. Und ich habe mich da auch schon viel mit beschäftigt. Und wenn jemand sagt, hier, ich steck dich nicht an, ich habe die Grippe, gib mir lieber nicht die Hand, dann sage ich, ach komm, das ist mir egal, ich gebe dir trotzdem die Hand, weil ich glaube nicht, dass es die Ansteckung gibt. Was sind Ihre Erkenntnisse denn? Ja, also ich habe gewusst, das ist das Wichtigste in Wirklichkeit. Denn die Impfpflicht und die Impfkampagnen funktionieren ausschließlich mit dem Begriff Ansteckung. Damit kann ich alles erreichen, kann ich Gesetze erlassen, ich kann Versammlungsverbote erlassen, ich kann Impfpflicht ausrufen wegen dem Phänomen. Nun, die Ansteckung ist nur eine Hypothese, ja. Dass Krankheiten anstecken, ist eine Hypothese, ist nie bewiesen worden, lässt sich nie beweisen. Und die großen Denkfehler, die dazu führen, erstens einmal kommt auch der Krankheitsbegriff Mythologie, nicht, wo man die Krankheit gemeint hat im Altertum, ein Dämon erfasst mich. Und so gibt es die Krankheit, die Masern, die Pocken, der Keuchhusten, die Influenza, also, das sind also so eigene Wesen. Ja? Mhm. Und dort kommt dieses archaische Denken hat der Mensch noch drin. Ja? Und dann daher kommt, dass du da ansteckst. Er hat dich angesteckt damit. Ja? Aber die wesentlichen Denkfehler sind folgendes. Der größte Denkfehler ist, dass wir alle anderen Faktoren, die zur Krankheit führen, wegleugnen. Überhaupt nicht hinschauen. Erkältung, Durchnässung, Vergiftung, Kälte, Hitze, Hunger. Schlechtes das Wasser, alles, wir wissen ja hygienische Verhältnisse, dass, wenn das Wasser schlammig ist. Du trinkst so schmutziges Wasser, du hast kein Bad. Tote Kühe im Fluss und ich trinke auch kein Wasser. Und alle diese Dinge. Nein, das spielt alles keine Rolle, sondern es ist die Krankheit, die dich erfasst, geheimnisvoll. Ja. Und das Zweite, der Denkfehler, gehäuftes Auftreten. Wenn also jetzt in einem Dorf werden mehrere Kinder gleichzeitig krank, nehmen wir nur die Sommerdurchfälle her, Sommerdurchfälle, Erbrechen und Durchfälle. Ja, einer hat den anderen angesteckt, ja, in der Familie selbst. Ja, der Papa hat zuerst gehabt, dann hat die Mama gehabt und dann hat die Schwester gehabt. Da hat einer den anderen angesteckt. In Wirklichkeit haben alle von der gleichen Speise gegessen oder haben alle im gleichen Geschäft irgendwas Verdorbenes gekauft. Ja. Ja, und so ist es auch in den Schulen. Dann sagen sie in der Schule. Nicht? Das letzte war damals im ehemaligen Ostdeutschland, wo sie die Brechdurchfälle hatten, dann waren 4.500 Schüler und haben sie durchgesehen, ein Norovirus, natürlich Zauberbegriff Virus, angesteckt, ja, und dann wurden sie alle nach Hause geschickt, die Schule wurde desinfiziert von oben bis unten, ja. Man denke sich das, ja. Bis man draufgekommen ist, das waren chinesische Erdbeeren, hatten alle gekommen, bis die von China bei uns waren, dann haben sie natürlich einmal, aber gehäuftes Auftreten, Ausblenden aller anderen Faktoren.
Und schließlich auch Verwechslung von Vertauschen der Begriffe von Vergiftung und Ansteckung. Ja? Mhm. Wenn eine Gruppe von Menschen etwas unter Gift meine ich jetzt auch verdorbene Nahrungsmittel, biologische Gifte, ja, dann ist das eine Vergiftung und nicht eine Ansteckung. Ja? Und schließlich auch noch, heute besonders durch die Begriffe Viren und Bakterien, das ist ja die Ansicht, die angeblichen Krankheitsursachen schlechthin sind, wo überall Bakterien und Viren irgendwie nachgewiesen werden, ist ansteckend. Ja? Und diese Denkfehler sind hartnäckig drinnen und werden verbreitet. Und mit der Ansteckung hat man also Macht, kann man Macht ausüben. Ja? Was kann ich jetzt nun als Elternteil machen, wenn ich Kinder habe und ja, das wird gesagt, er muss jetzt oder das Kind muss jetzt geimpft werden, sonst darf es nicht in den Kindergarten, was ja auch Quatsch ist. Ich meine, wenn die anderen alle geimpft sind, dann kann mein ungeimpftes Kind das die anderen doch eigentlich nicht schädigen. Aber was kann ich da jetzt machen? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass ich sage, ich kann diesen Gruppenzwang, es ist ja noch nicht wirklich eine Zwangsimpfung, aber scheinbar kann es schon sein, dass man sagt, wenn das nicht geimpft ist, darf es nicht hier in den Kindergarten. Kann man da irgendwie was machen? Wie geht man damit um als Eltern? Naja, da gilt das allgemeine Gesetz der Mehrheit. Die Mehrheit hat Recht, ja? Die Mehrheit hat immer Recht und was die Mehrheit glaubt, ist die Wahrheit. Und wenn ich das Bessere habe und etwas erkannt habe und es ist nicht die Mehrheit, ist es noch lange nicht die Wahrheit. Aber darum geht es nicht. Es gibt eine andere Möglichkeit. Es gibt die Menschen zum Bewusstsein zu bringen und es gibt die Menschen zu informieren. Es gibt die Unwissenheit aufzulockern durch Wissen. Und wie sich das verbreitet, wird der Mensch dann Wege finden. Und da gibt es mutigere und weniger mutige, bequeme und auch Vorkämpfer und sogar übermütige. Und damit wird das Problem immer kleiner und es finden sich dann Wege. Das geht dann schließlich hinauf bis zu den Behörden und bis zur Regierung und das Und so ändern sich ja Dinge, sonst hätte es von Anfang an nie Änderungen im Denken, in der Wissenschaft, in der Kultur gegeben. Was Neues ist natürlich zunächst in der Minderheit. Aber durch unsere Arbeit jetzt, die wir jetzt einmal hier machen, ja, da leisten wir einen gewaltigen Beitrag zum Wissen, zum besseren Bewusstsein, zum Nachdenken. Und das ist unsere Aufgabe und das funktioniert bei den Österreichern. Wir sind in Österreich, bitte, und hat begonnen mit Frau Pettig und meiner Frau. Und wir haben also sehr viel publiziert und sehr viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet. Wir sind Schlusslicht, was Impfen betrifft, in Österreich, in ganz EU. Ja? Und das wird sich auch weiter fortsetzen. Nicht? Also in Oberösterreich, da gehen vielleicht 2/3 der Eltern nur mehr differenziert zu Impfungen hin. Ja? Das ist ja schon was, also es müsste gesellschaftlich sich was verändern und natürlich in der Politik. Sobald mehr sind. Aber nochmal auf den Einzelfall, also ich denke, dass jetzt viele konkret Zuschauer sagen, sie sind beunruhigt, sie möchten es, ja, sie haben es verstanden, aber sie haben diesen gesellschaftlichen Druck oder der Arzt sagt, das muss jetzt geimpft werden. Kann man den Arzt dann fragen, ja, würden Sie sich dann selber impfen lassen, können Sie garantieren, übernehmen Sie dann auch Verantwortung? Mit dem Arzt würde ich nicht diskutieren, außer ich kenne ihn sehr gut. Ja. Aber ich würde mit einem Arzt, denn der weiß ja nichts. Ja. Der weiß ja weniger als heute der durchschnittliche gebildete Mensch. Als unsere Zuschauer hier. Nein, es ist tatsächlich so. Die wissen viel weniger. Bitte, wir haben im 7 Jahren Medizinstudium haben wir einen Nachmittag gehabt über Impfungen von 2 Stunden. Das, was wir gelernt haben in der Universität. Ja? Also, die Leute glauben, der Arzt weiß, der weiß ja nichts. Das heißt, es hat keinen Sinn, mit ihm zu diskutieren, sondern man kann ihn nur menschlich gewinnen. Herr Doktor, bitte, ich habe darüber nachgedacht, oder Herr Doktor, ich möchte mit Ihnen da persönlich sprechen, oder ich habe mich sehr lange beschäftigt damit. Aber das Erste, die Menschen müssen wissen, dass es in Österreich und Deutschland keine Impfpflicht gibt. Und das muss man auch den Ärzten dann sagen. Herr Doktor, wenn Sie mir jetzt da mir vielleicht übel gesinnt sind, oder wir können vielleicht miteinander nicht mehr weiterarbeiten, aber das sollten Sie schon wissen, es gibt keine Impfpflicht. Denken Sie vielleicht darüber nach. Und man muss auch mit dem Arzt nicht so leben, ich bin der kleine arme Patient und Sie, Herr Doktor, der liebe Gott, das ist bitte ein Verhalten, das wir auch ablegen müssen. Er ist mein Helfer, ich ziehe ihn zu Rate, er ist mein Diener. Und nicht, ich bin sein Objekt. Ja, das sind wichtige Botschaften. Also es geht um den eigenverantwortlichen Patienten, ja, aber eben wenn man Kinder hat, ist es halt, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ich kann es mir vorstellen, dass man da eben dann manchmal zwischen den Stühlen sitzt, aber es geht um Aufklärung und das, was Sie machen, ist dafür sehr, sehr wichtig und dass Sie da wirklich auch in Kauf nehmen, persönliche Nachteile
das müssten eigentlich viel mehr Menschen machen. Und wenn Sie sagen, die meisten Ärzte wissen über diese Dinge nicht Bescheid, das ist ja traurig. Ja, ein Armutszeugnis. Leider ist es so. Sie werden auch nicht so ausgebildet wie der Heilkunde. Sie werden für die Industrie ausgebildet heutzutage. Ich war 1970, war ich fertig, da haben wir noch ein bisschen was gelernt. Aber heute geht es nur noch darum, was er verschreibt? Was er verschreiben muss, wohin er schicken muss, was es für diagnostische Möglichkeiten gibt, welche, nehmen wir an, welche Krankheiten zu suchen sind, die sogenannte Gesundenuntersuchung, die in Wirklichkeit eine Krankensuche ist, ja, und nicht eine Gesundenuntersuchung. Das muss sich ändern und es wird sich ändern. Die jungen Medizinstudenten, die sind noch nicht so mehr oder minder verführt, beziehungsweise sie sind schon verführt, aber so, sie sind noch nicht so festgesessen. Ja? Sie haben noch Möglichkeiten. Und dann hoffen wir, dass sie ab und zu vielleicht auch mal bei Bewusst TV oder sonst irgendwo ganz richtig, oder im Buch sagen. Sie brauchen natürlich auch Unterstützung, ja. Aber es geht das Problem, eine Minderheit heißt noch nicht, sie ist falsch und hat nicht die Wahrheit, sondern eine Minderheit muss eben einiges auf sich nehmen. Und so gibt es auch Eltern. Und ich kenne also einen Fall in Südtirol, nicht, wo ein Vater mit 7 Kindern sein ganzes Geld, was er verdient, nur Strafe zahlt. In Südtirol muss man ja Strafe zahlen, wenn man die Impfung nimmt. Und das, der zahlt also so und so viel Geld und lebt bescheiden mit seiner Familie. Persönliche Armut, absolut für sich persönlich könnte es nichts, nur damit seine Kinder nicht geimpft werden. Da bist du Teil der Strafe. Das ist unfassbar. Ja, nein, das muss man wissen. Das kann ja mit Gesundheit nicht viel zu tun, ja. Aber es wirft ein schlechtes Licht auf die Impfung auf alle Fälle. Es ist Impfung etwas Böses von Anfang an gewesen. Ja. Also ich danke Ihnen für Ihre Arbeit. Ich weiß, Sie müssen gleich weiter, Sie werden gleich abgeholt. Sie haben auch ein volles Programm. Aber nochmal Hinweis auf Ihr Buch Impfen, das Geschäft mit der Unwissenheit. Das ist eben ganz deutlich, dass es Unwissenheit ist. Das heißt, man kann es mit Wissen vielleicht dem ein bisschen entgegenwirken. Dafür bin ich dankbar, dass Sie das machen und einige andere kritische Impfkritiker auch, die sich immer natürlich nicht beliebt machen und dann auch in alle möglichen Ecken gesteckt werden, was es nicht immer sehr schön ist. Das kennen Sie sicherlich auch alles. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass die Menschen unbequem sind, dass sie Fragen stellen und zeigen, es geht anders. Vielen Dank für Ihre Arbeit, Dr. Johann Deutner. Ich danke für die guten Fragen und natürlich für Ihr Verständnis. Es ist leicht, Fragen zu beantworten, wenn der Frager das schon genug weiß. Danke vielmals. Okay.